Herzlich willkommen. Es geht weiter mit unserer Videoserie Anders bewerben. Und in Teil 4 schauen wir uns an eine praktische Fallstudie. Und diese praktische Fallstudie ist eine besonders erfolgreiche Fallstudie. Nicht immer klappt es so super gut wie in diesem Fall, aber es klappt in der Regel sehr, sehr gut. Ich nehme mal das Ergebnis vorweg. Das Ergebnis war, dass jemand mit 25, ein junger Mann mit 25, anfing, sich mit dieser Strategie gezielt zu bewerben. Details folgen. Und mit 26 Geschäftsführer war, mit einem sechsstelligen Gehalt, damals noch in D-Mark, einem Firmenwagen und der Aussicht der Unternehmensnachfolge. Das war das Ergebnis, ein hervorragendes Ergebnis. Und wir schauen uns mal genauer an, wie das passiert ist. Dieser junge Mann entdeckte also diese Strategie, die wir gerade hier studieren, und er fing an mit seinen Stärken. Er notierte seine Stärken nach dem Prinzip der Schriftlichkeit. Und er notierte unter anderem analytisches Denken. Er notierte unter anderem konzeptionelles Denken, also die Fähigkeit, Informationen in Konzepte zu übersetzen. Konzeptionelles Denken, dann eine gewisse Neugier für die Dinge. Dann einen gewissen Biss, Dinge wirklich wissen zu wollen, eine gewisse Beständigkeit, Durchhaltevermögen. Sie sehen, diese Stärken sind Stärken, die Sie wahrscheinlich auch haben. Das sind keine sensationellen Dinge. Wir suchen hier nicht die Geniefähigkeit, sondern wir suchen ganz normale, konventionelle Stärken. Ja, die Genies, die verhungern, das ist geradezu sprichwörtlich. Jeder durchschnittlich begabte Mensch, der seine Stärken fokussiert auf eine Zielgruppe und ein brennendes Bedürfnis, ist ökonomisch gesehen erfolgreicher als Genies mit grandiosen Fähigkeiten, die das nicht können. Das zweite war das brennende Problem.